Irgendwann. Ja, okay, das will ich sehen. Okay, gut, nochmal. Also, so. Du hier, du hier, du hier. Jetzt volle Kanne auf diesen blöden Unhold. So. Ich schau mal, dass ich so, dass ich die Treppe nicht mitbekomme. Du machst Schnellschuss nochmal auf den und triffst dieses Mal wieder zweimal. Tust du nicht. Nicht gut. So, du kommst hier hin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. So. Habt ihr Ärger, mein Freund? Oh, das ist gut. Das ist gut, dass der runterkommt. Da steht nämlich Bestia. Aua. So. Dann fackel ich mal. Ja, das war auch falsch, aber egal. Bleibt standhaft! Lasst sie zu uns kommen! Wieso schießt Defensive du da nicht Formation. Noch mal? Langsam und gleichmäßig! Anscheinend hat die schon zweimal geschossen. Ja, zufällig. Sarah, zufällig hast du einen Tee. Ist bei dir immer 50-50 Chance. Entweder hast du oder du hast nicht. Okay, also. Wie wäre es mit. Ja, nee, Doppelschuss. Okay, komm, du gehst hier hin. Anfall. Sehr schön, das ist sehr, sehr gut. Der gehört nicht zu mir. Das ist gut. Der da kümmert sich um die. Du. Da wobei. Ah, nee, da muss ich näher ran. So, und dann. Hier hin. Du gehst schön näher ran. Es ist so leicht. Ja, das ist, ja, kann ich hundertprozentig unterschreiben. So. Es ist einfach viel zu leicht. Das ist halt überhaupt keine. Überhaupt keine. Es ist so leicht, dass es dass mir die Worte fehlen. Lass meine. Boah, 10 Schaden. Ich wieder. Nein, die ist schon wieder tot hier. Diese Bogenschützen, ne? Aber dieses Mal schaffe ich's. Nur Streiftreffer. Streifschuss. Wieso liegt die schon wieder auf dem Boden? Die kann gar nichts. Wobei, nee, die ist eigentlich ziemlich gut. Ich brauche Hilfe! Lasst mich das mal ansehen. Sehr schön. Ja, ein HP, naja, okay. Ja, schön. Greift ihn an. Lasst euch Zeit! Zu, Geschwister! Stellt euch, Freunde! Wir sind hier am Einsatz. So, okay, also. Du.
Mach ihn tot. Ja, fast. Du. Mach ihn noch mehr tot. Ja, fast. Jetzt kommt Bestia. Dem, 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 dem. Ja, doch. Heult wie der Hund, der ihr seid. Der darf noch mal angreifen dann. Das ist jetzt die Frage. Der könnte mich töten. Aber ich ihn auch. Ja. Dammit. Ja, okay. Aber der kann die beiden noch heilen. Das war 50-50 Chance. Kann das jemand für mich übernehmen? Ja, 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 mach ich schon, mach ich schon. Tut das weh? Gut, dann seid ihr gesund. Ah, Mann, der hat noch ein Leben. Aber ja, so oder so wäre die gestorben. Oder also verletzt worden. Der übertreibt halt immer, der Typ. Der sollte mal chillen. Ey, jetzt reicht's aber. Wir warten hier, bis der Feind kommt. Formiert euch. Wir greifen sie gemeinsam an. Der chillt einfach auf seinen Balkon. Vorrücken! Oh Mann. So, jetzt, Römer, macht mal kaputt hier. Okay, also, du tötest ihn jetzt mal. Ich kann es nicht glauben. Besiegt von einem Kind. Ja. Aber gut, Schaden gemacht. Zurück in den Kampf mit euch. Ja, kann sie nicht. Okay, so. Das Ding ist, Ich müsste eigentlich das lesen, was da steht. Okay, ich muss den jetzt töten. Und dann reduziere die Truppen auf 5. Momentan sind es 9. Okay. Also den Hauptwidersacher habe ich gekillt. Okay. Ja, verflucht sollte sein. Seid ruhig, ich bin ja jetzt hier. Seid ruhig. Shut up. Ah, aber ohne Bogenschützen ist es gar nicht so leicht jetzt. Formiert euch! Wir greifen sie gemeinsam an! Wir bleiben hier! Wir müssen zu unseren Bedingungen kämpfen! Komm schon, wir schaffen das! Wir bleiben hier! Dammit! Ah, viel zu gut! So, Bestia. Verschwinde von hier. Da-da. Das war einfach. Aber das war doch nur optional. Die Verteidiger zerstreuen sich. Sie wissen, dass sie ohne Archelaos an der Spitze verloren sind. Mhm. Ich glaube nicht, dass noch Verstärkung anrücken wird. Sollen wir zum Lager zurückkehren und dem Konsul berichten, dass die Schlacht gewonnen ist? Nee, looten. Gute Idee. Ich warte hier. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr aufbrechen wollt. Oh Mann. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen besser. Eine Hiebschlange fügt eurer Zielperson den Schaden Bluten zu, was in jeder Runde. Gut. Da hatte ja jemand einen Obstkorb dabei. Ich glaube, wir hätten auf jeden Fall sehr viel besser abschneiden können. Aber wir haben es endlich geschafft. So. Ey, wieso lootest du da? Das ist meins. Nein, Spaß. So.
Oh, hier sind auch Kisten, Truhen. Kisten und Truhen. Okay. Wir machen erstmal diese Seite. Weil die Seite ist näher an ihm. Boah, alles volle Brote hier. Eieiei. Boah. Das war ein Stress hier. Das war super easy. Wie oft habe ich das jetzt versucht? Also zweimal heute und letztes Mal, ich glaube dreimal. Beim dritten Mal habe ich auch versagt und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und ich dachte hier, oh, auch eine Truhe, cool. Und ich dachte hier vom Hafen wäre das sehr viel einfacher. 1000 Mal. Ja. Oh. Ich glaube, diesen können wir nicht mehr looten. Nun. Können wir ja mal probieren dann am Schluss. Aber ich glaube nicht, dass es geht. Zwei Truhen noch. Sehr schön. Vor allen Dingen, das ist halt auf der ersten Insel, ne? Eieiei. Das ist die erste Insel. So, hier nochmal hoch. Aber cool, dass die nicht verletzt waren. Ich hoffe, also den, warte, Fertigkeiten. Ja, das da brauche ich. Holt ein außer Gefecht gesetztes Ziel mit 25 Gesundheit, beziehungsweise 50 Gesundheit. Ihr müsst eine, also er muss dann noch zwei Level steigen, bis ich das machen kann. Gibt's noch? Ich glaube, das war es. Bis auf halt den da, aber den kann ich nicht. Gut, let's go. Seid ihr bereit aufzubrechen? Nehmt euch so viel Zeit wie ihr braucht. Entschuldigung. Seid ihr bereit aufzubrechen? Der Konsul wird stolz sein. Wir haben heute wie Wölfe gekämpft. Mhm. First try, sage ich nur. Fürst 3. Alter, aber das war schon heftig, ganz ehrlich. Meine Glückwünsche, junge Frau. Das war eine bemerkenswerte Zurschaustellung von Kommandofähigkeiten und Mut. Ah, danke, danke. Stop it. Weiter. Danke, Propreator. Mit eurer Anleitung werde ich noch deutlich größere Leistungen verbringen. Das war doch der Blöde, der uns in diesen Hinterhalt gebracht hat, ne? Es war eine Kleinigkeit. Ich habe sie mühelos zerschlagen. Lass dies als Warnung all meiner Feinde gelten. Nein. Es ist leichter, mit diesen tapferen Leuten an meiner Seite Mut zu zeigen. Euer Lob sollte meiner Begleiter gelten. Ich habe nur meine Pflicht getan. Ja, du bist gestorben. Am Ende kommt es auf Glück und Wille der Götter an. Heute hat Fortuna uns... Ja, nee. Ja, komm, wir müssen unsere Leute loben. Die waren gut. Bescheidenheit ist wahrhaft eine Tugend. Die besten Truppen sind jedoch nutzlos ohne einen guten Kommandanten. Das solltet ihr nie vergessen. Leider werdet ihr eure Fähigkeiten schon bald wieder beweisen müssen. Bei einem nötigen Respekt. Wir haben die Piraten dezimiert. Sie können nirgendwo mehr Hilfe fliehen. Was meint ihr jetzt? Was meint ihr damit? Jetzt, wo wir sowohl Lesbos als auch Asia Minor kontrollieren, sind die Piraten keine Gefahr mehr. Ja. Es ist nur, dass Asia Minor nicht unter unserer Kontrolle steht. What? Kotta hat versagt. Die pontische Armee belagert inzwischen Chalkedon.
Die Piraten werden sich nach Asien zurückziehen, um ihren Patron Mithridates Megas zu unterstützen. Was für eine unglückliche Wendung. Das sind furchtbare Nachrichten. Lebt Kotter noch? So eine Inkompetenz. Was sollen wir nur tun? Das wissen wir nicht. Mithridates Truppen sind im Vergleich zu Kotters Legion deutlich in der Überzahl. Wir müssen unsere Truppen nach Asia verlegen und die Region schnell unter unsere Kontrolle bringen. Hoffentlich können wir die Belagerung schnell genug brechen, um unsere Mitrömer zu retten. Wann brechen wir auf? Bereitet euch schon einmal vor. Wir brechen beim ersten Licht des Morgens auf. So. Ach man, die zweite Antwort. Ja, ja. Was für eine Inkompetenz. Ich stehe euch zu Diensten. Sehr schön. Lesbos ist endlich unser. Denkt ihr, dass es an der Zeit ist zu feiern? Noch nicht. Ich habe das Gefühl, dies war nur eine Schlacht in einem größeren Krieg. Hier wäre ich der Boss. Hier hätten wir dieses Problem nicht. Das stimmt. Auf jeden Fall. Aber wir schlagen. Aber wie schlagt ihr vor, dass wir das tun? Nee, wir feiern noch nicht. Nun gut. Wir werden feiern, wenn wir zurück in Rom sind. Wir segeln wieder diesmal zu einer größeren Schlacht. Es ist bedauerlich, dass unsere Truppen in Asia Minor versagt haben. Aber ich sehe es als Chance. Jetzt spielen wir eine wichtigere Rolle. Dies ist eure Gelegenheit, wirklich zu glänzen. Lasst sie nicht ungenutzt. Natürlich. Denkt ihr, wir können erfolgreich sein, wo Kotter gescheitert ist? Das kann man nicht sicher sagen. Die Geschichten um Mithridates Megas stellen ihn als eine Art Gott dar. Aber ehrlich gesagt, solange Lucullus die Legionen anführt, können uns nicht einmal Götter aufhalten. Mithridates allerdings hat Geiseln genommen, darunter auch den Konsul. Ich glaube nicht, dass es weise wäre, die Götter herauszufordern. Komm, das Erste. Dass wir Kotter werden retten müssen, macht die ganze Sache zweifellos nur schwieriger. Aber die besten Anführer finden Chancen, wo andere nur Unglück sehen. Verschwendet diese Gelegenheit nicht. Natürlich nicht. Salve, meine Kleine. Was kann ich für euch tun? Ich mag den. Nach dem Hinterhalt haben wir ein paar Männer zurück zum Pass geschickt, um die Gefallenen einzusammeln. Diese Klinge wurde mir von einem Centurio übergeben. Er sagte, er hätte sie bei dem Leichnam des jungen Gaius gefunden. Ich denke, ihr solltet sie haben. Nein, stimmt, der Gaius ist ja tot. Ich dachte, der wäre einfach nur weg. Oh Mann. Sie sieht alt aus, ein Erbstück. Sie sollte zu seiner Familie zurückgebracht werden. Warum denkt ihr, dass ich das verdient habe? Ich kannte ihn kaum. Ein zerbrochenes Schwert. Was soll ich mit diesem Müll? Nein, komm, Erbstücke an seine Familie. Ich hoffe, dass ihr nach dem Krieg die Gelegenheit dazu haben werdet. Ich weiß, dass ihr ihm in einer privaten Angelegenheit geholfen habt. Das Schwert wird in guten Händen sein. Behaltet sie. Ich denke, er hätte das gewollt. Habe ich tatsächlich irgendwie verpasst, dass der gestorben ist. Gut. Man hat uns befohlen, morgen das Lager der Victrix zu besuchen und ihre Scorpius-Kämpfer zu unterrichten. Bringt ihnen besser etwas Posca als Friedensangebot mit. Dann sehen sie euch nicht als Klugscheißer, der sich für was Besseres hält. In der Tat. Domina, ihr seid ein begnadeter Kommandant. Ich bin sicher, dies wird nur die erste eurer vielen Eroberungen sein. Und das von einem Sexisten, ne? Danke, Synorus. Dies ist erst der Anfang meiner Laufbahn. Höre ich einen Hauch von Ironie in eurer Stimme, alter Mann? Machen wir mal das Zweite. Ganz und gar nicht. Egal, was ich in meinem fortgeschrittenen Alter sage, es klingt stets, als habe es eine tiefere Bedeutung. Ihr stammt aus Asia Minor.
Ihr müsst eine Menge über diese Ländereien wissen. Ah, die Heimat. Es ist ein wunderschönes und altes Land, aber niemand kann es wirklich kennen. Dieser Feldzug wird eure Fähigkeiten auf die Probe stellen. Ihr müsst auf alles vorbereitet sein. Asia Minor mag schön und einladend aussehen, aber lasst euch nicht täuschen. Der Tartarus ist nicht weit vom Elysium entfernt. Mhm. Ich bin hier. Wir haben es geschafft, Bestia. Wir haben Mytilene und die ganze Insel Lesbos erobert. Bam, bam, bam. Das war zu erwarten. Ich bin zufrieden, aber etwas enttäuscht. Warum? Weil es zu einfach war? Ja, viel zu einfach. Weil es vorbei ist. Es war leicht und nicht aufregend genug. Aber hauptsächlich, weil es keine Menge gibt, die uns anfeuert. Ohne Publikum fühlt sich der Sieg schal an. Darüber muss ich nachdenken. Gut, ihr seht nicht sehr glücklich aus. Wir segeln einer neuen Schlacht entgegen. Kopf hoch. Ich freue mich darauf, wieder zu kämpfen. Und ich freue mich auch darauf, dass meine Füße wieder auf festem Boden stehen. Werdet ihr seekrank? Schlecht wird mir nicht. Aber ich traue dem Boden nicht, wenn er sich so viel bewegt. So. Ave, Legate. Ave. Dann quatsche ich noch mit ihr. Das ist nah genug. Oder auch nicht. Inventar. Was haben wir denn hier? Nochmal einen besseren Bogen. Besseres Schild, besseres Schwert. Noch, ja, aber das ist ein Dolch. Ein Hütchen für ihn, ein Stäbchen für ihn. Noch ein besseres Hütchen für ihn. Ein Dolch für ihn, ein Hütchen und eine Thorax. Okay. Und für sie einen besseren Bogen und das war's. Okay. So, was noch? Genau, Quest. Das machen wir jetzt. Kundschaftete Asia Minor mit euren Prätorianern aus, um einen besseren Ort für den Vorposten zu finden. Jetzt einfach hier so, oder was? Oh ja, okay.